Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zu einer neuen Folge Lorecore und willkommen zurück in der Welt von Resident Evil. Ich habe vorletzte Woche oder so ein Video gemacht, in dem ich die Faceless aus dem Shadows of Rose DLC erklärt habe und habe da in den Kommentaren unter diesem Video gemerkt, dass ich damit ein bisschen zu schnell war, zu voreilig. Ich war schon wieder zu deep in der Lore drin und habe übersehen, dass viele noch gar nicht so die grundsätzlichen Umrisse des Shadows of Rose DLC verstanden haben. Deswegen will ich in diesem Video jetzt den Shadow of Rose DLC vollumfänglich erklären. Das heißt, sowohl in den grundsätzlichen Funktionsweisen des Megamyceten und der Welt der Erinnerungen, in der das Spiel spielt, als auch wirklich richtig tief reingehen und die einzelnen Details in dem Spiel für euch verständlich machen, hoffentlich. Deswegen an der Stelle offensichtlich große Spoilerwarnung. Ich werde den Shadow of Rose DLC bis ins kleinste Detail spoilen. Ihr seid gewarnt. Wenn ihr mehr über den Shadows of Rose DLC erfahren wollt, vor allem eher auch meine Meinung dazu und wie ich das Ganze wahrgenommen habe und wie ich den finde, dann empfehle ich euch sehr unsere Folge Coffee Cake and Games zu dem Thema. Das Video werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Schaut da gerne vorbei und lasst dem Kanal auch sehr gerne ein Abo da. Es fehlen nur noch ganz wenige, dann ist Coffee Cake and Games bei 1000 Abos angekommen und dann geht's für das Projekt erst so richtig los. Euer Support hier wäre super nett und würde mich sehr freuen. Also, grundsätzlich erstmal zum Verständnis, weil das haben scheinbar viele schon nicht so ganz verstanden. Der DLC spielt fast ausschließlich in der Welt der gespeicherten Erinnerungen des Megamycet. Ihr erinnert euch. Das große Pilzgeflecht, das Mother Miranda in Resident Evil Village entdeckt hat und das alle Erinnerungen und Persönlichkeiten aller verstorbenen Menschen in seinem Einflussbereich in sich speichert. Und aus dessen Erinnerungs- und Persönlichkeitsspeicher Miranda die unter Anführungsstrichen Seele, wenn man so will, ihrer verstorbenen Tochter Eva in einen neuen Wirtskörper transferieren will. Dafür entführt sie ja in Village ursprünglich Rose als Baby, da diese aufgrund ihrer modifizierten Eltern eine ganz besondere Verbindung zum Megamyceten hat. Ethan konnte Miranda dann allerdings in der echten Welt besiegen und ihren Körper vernichten und Chris hat währenddessen den Megamyceten gesprengt. Aber wie wir im DLC Shadows of Rose erfahren, ist der Megamycet nicht vollständig zerstört. Einzelne Bruchstücke, das Wurzelwerk dieses Geflechts, haben überlebt und in ihnen sind weiterhin die Erinnerungen aller Verstorbenen gespeichert. Währenddessen wird Rose in ihrer Kindheit gemobbt und ausgestoßen, weil sie anders ist als die anderen Kinder. Ihre Kräfte, wie sie immer genannt werden, obwohl ich nicht ganz verstehe, was daran so mächtige Kräfte sind, aber dazu kommen wir noch, stoßen bei den anderen Kindern und Jugendlichen auf Abscheu und Angst. Zwei Mädchen in ihrem Alter haben es ganz besonders auf sie abgesehen und machen ihr das Schulleben zur Hölle. Und selbst ihre Lehrer und Lehrerinnen bekleckern sich nicht unbedingt mit Ruhm, wenn es darum geht, Rose richtig zu integrieren und sie gut zu behandeln. Das können wir zumindest aus Rose' Tagebuch entnehmen. Dabei scheint die einzige Fähigkeit, die genauer beschrieben wird, die zu sein, und Fähigkeit hier wirklich unter Anführungsstrichen, dass sie in der realen Welt ab und zu eine weiße Flüssigkeit aus ihren Händen absondert, wenn sie nervös ist. Sie kann wohl irgendwie den Mold kontrollieren, das wird irgendwie noch erwähnt, aber da dieser ja kaum noch existiert, sehe ich in der wirklichen Welt ehrlich gesagt nicht wirklich einen Nutzen für Rose Fähigkeiten. Zumindest erklärt dieser DLC diesen Nutzen nicht wirklich. Irgendeinen wird es wohl geben, denn Chris möchte sie trotzdem ins Houndwolf Squad aufnehmen. So heißt seine persönliche Spezialeinheit, der BSAA, mit der er gegen Biowaffen und dessen Hersteller und Herstellerinnen vorgeht. Ja, ganz genau, er will ein Kind in seine paramilitärische Kampfeinheit rekrutieren. Ein minderjähriges Kind. Aber okay. Wie wir am Ende des Shadows of Rose DLCs erfahren, hat Mother Mirandas Psyche das Ende von Village, also als Ethan ihren Körper zerstört hat, allerdings überlebt.
Sie existierte seitdem 16 Jahre lang im Megamyzeten. In der psychischen Welt der Erinnerungen, die immer noch in den Überresten des Megamyzeten weiter existieren. Und dort setzte sie ihre Experimente fort, um ihre Tochter Eva wieder zum Leben zu erwecken. Zu diesem Zweck hat sie angefangen, in dieser inneren Welt der Pilzwurzeln Klone von Rose herzustellen, geradezu Massen zu produzieren. Diese Klone scheinen interessanterweise im selben Alter zu sein wie die 16-jährige Rose zu Zeiten der Handlung vom Shadows of Rose DLC und nicht wie Baby Rose, die einzige Version von Rose, die Mother Miranda jemals wirklich zu Gesicht bekommen hat. Das deutet darauf hin, dass zwischen Miranda und Rose durch den Megamyzeten immer noch eine intensive Verbindung besteht. Wir erfahren später im Spiel, dass die meisten Persönlichkeiten und Erinnerungen von Verstorbenen im Megamyzeten nur gespeichert werden, aber ein paar wenige, die eine ganz besondere Beziehung zum Megamyzeten hatten, können in dieser Welt der Erinnerungen tatsächlich Gestalt annehmen und in ihr bewusst leben. Diese Figuren sind zum einen Mother Miranda, die immerhin ihr ganzes Leben, also über 100 Jahre am Megamyzeten geforscht hat und diesen auch nach ihren Wünschen manipuliert und verändert hat und sich selbst damit optimiert hat. Hier ist der starke Bezug zum Megamyzeten also ganz deutlich. Dann treffen wir in dieser Welt auch noch Evelyn, die ja quasi ein Klon ist, der direkt aus dem Megamyzeten erschaffen wurde. Dann verfügt offensichtlich noch Rose über die Fähigkeit, in dieser Welt physische Form anzunehmen. Das ist auch nicht sehr verwunderlich, denn immerhin sind ihre beiden Eltern zwei mit dem Mold infizierte Menschen. Einer davon, Ethan, ist im Grunde sogar selbst ein reines Mold-Monster. Und sie wurde selbst als Baby schon mit dem Megamyzeten verschmolzen und dieser hat sie reproduziert. Wir wissen im Grunde bis heute nicht mal genau, ob es sich bei dieser Rose immer noch um das Originalbaby handelt oder schon um eine Pilzkopie, ähnlich wie es bei ihrem Vater der Fall ist. Dann gibt es da natürlich noch Ethan, der ja eben wie schon gesagt selbst aus Mold besteht und scheinbar auch die Möglichkeit besitzt, Einfluss auf die Welt der Erinnerungen zu nehmen. Und dann ist da noch der Duke, eine überaus mysteriöse Figur, die eine ganz besondere Beziehung zum Megamyzeten zu haben scheint, die uns allerdings in ihrer genauen Form verschlossen bleibt. Dieser DLC bestätigt allerdings so ein bisschen, dass es sich beim Duke nicht einfach nur um einen infizierten Menschen handelt. Das können wir deswegen ziemlich sicher ausschließen, weil keiner der anderen mit dem Cadeau oder Mold oder Megamyzetenpilz infizierten Wesen seinen Weg in die Welt der Erinnerungen gefunden hat. Keine Lady Dimitrescu und kein Heisenberg und keine Werwölfe und auch sonst niemand. Also zumindest nicht in bewusster Gestalt. Scheinbar reicht diese Art der Infektion nicht, um in der inneren Welt des Megamyzeten als bewusste Form weiter zu existieren. Das bestätigt nochmal meine ursprüngliche Vermutung, die ich schon in Village hatte, dass der Duke kein einfaches Cadeau-Experiment von Miranda ist. Sie hat immerhin auch keine Aufzeichnungen über den Duke in ihrem Labor, anders als zu den vier Lords, die eben wirklich Cadeau-infizierte Experimente von ihr sind. Wenn ihr mehr zu meiner Theorie zum Duke erfahren wollt, die wirklich durch diesen DLC jetzt nochmal nicht bestätigt, aber bestärkt wurde, dann schaut euch gerne das Video zum Duke ein, das ich euch gerne unten in der Infobox verlinke. Aber kommen wir nochmal zu den Rose-Klonen. Mother Miranda produziert diese Rose-Klone also wie am Fließband, um irgendwann einen geeigneten Wirtskörper für ihre Tochter Eve zu erschaffen. Es ist mir allerdings vollkommen unklar, ob Mother Miranda eine Möglichkeit gefunden hat, den Rose-Klon, der dann mit Eves Verstand infiziert ist, in die echte Welt zu transferieren, oder ob es hier mittlerweile nur noch darum geht, dass Eva dann in der Welt der Erinnerungen eine bewusste Form annehmen kann. Ich finde es außerdem ein bisschen seltsam, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass Eve als kleines Baby gestorben ist. Sie würde also die Psyche und die Erinnerungen eines Babys in den Körper eines 16-jährigen Mädchens transferieren. Aber okay, meinetwegen. Die Rose-Klone sind allerdings keine geeigneten Wirte, da ihre Verbindung zum Megamyzeten und ihre Pilzkräfte nicht ausgereift genug sind.
Miranda findet bei ihrer Forschung allerdings heraus, dass die Rose-Klone besondere Fähigkeiten entwickeln, wenn sie großer Angst und Stress ausgesetzt werden. Deswegen werden die massenproduzierten Klone von den Tiefen der geistigen Welt in die oberen Ebenen geschickt, wo sie vom Duke oder dem, was vom Duke übrig ist, getestet werden, um herauszufinden, ob die Klone über Roses Fähigkeiten verfügen und so zu geeigneten Wirtinnen für Aoife werden können. Da allerdings alle Klone an den Aufgaben des Dukes scheitern, beschließt Miranda nun, die echte Rose in die Welt der Erinnerungen zu locken. Da zwischen Rose und dem Megamyzeten, wie schon erwähnt, wohl eine enge Verbindung besteht, kann Miranda auf die Gedanken und die Wahrnehmung von Rose zugreifen und diese manipulieren und einen Dialog mit einer Person vorspiegeln, die in Wirklichkeit gar nicht da ist. Und ihr verspricht, ihren größten Wunsch zu erfüllen, also auch diesen muss Miranda kennen und aus Roses Gedanken lesen können, nämlich den Wunsch, normal zu sein. Und dieser Wunsch würde sich erfüllen, wenn Rose nun eben die Welt der Erinnerungen, das Innere des Megamyzeten, betritt. Rose kann diesem Angebot natürlich nicht widerstehen. Sie vertraut der Person, die Miranda ihr vorspiegelt, und sie ahnt nicht, dass ihre Reise in den Megamyzeten tatsächlich sehr gefährlich werden kann. Im Inneren des Megamyzeten angekommen wird Rose dann Zeugen davon, wie die Face-Eater sich über die Rose-Klone hermachen und ihnen die Lebensenergie aussaugen. Nachdem dies geschehen ist, wachsen den Rose-Klonen seltsame Pilzgewüchse über ihre Gesichter, die nicht unähnlich den Face-Eatern aussehen. Danach werden viele von ihnen von rotem Schleim absorbiert und verschwinden. Ich nehme an, der rote Schleim ist im Grunde so ein bisschen die Bausubstanz, die benutzt wird, um diese Welt zu formen. Diese absorbierten Rose-Klone treffen wir dann später im Spiel wieder. Riesige Berge von ihnen türmen sich in den tieferen Ebenen der Welt der Gedanken. Und die Rose-Klone werden hier nun selbst zu Face-Eatern. Wir können sogar beobachten, wie sich diese Rose-Zombies die letzten Überreste an Lebensenergie gegenseitig aussaugen. Das erklärt, woher diese Face-Eater eigentlich kommen. Denn wie schon gesagt, nur sehr wenige können hier physische Gestalt annehmen. Die echten Verstorbenen, die im Megamyzeten gespeichert sind, können daher nicht zu diesen Wesen geworden sein. Mich würde allerdings hier wirklich interessieren, ob Miranda den Duke auf irgendeine Art und Weise kontrollieren oder manipulieren kann. Vielleicht lässt sich diese neu gewonnene Grausamkeit des Dukes ja sogar durch Mirandas Manipulation erklären. Oder aber ob Miranda diese Grausamkeit der Überreste des Dukes nur für ihre Zwecke nutzt, ohne dass sie wirklich Einfluss auf den Duke hat. Immerhin hat der Duke in der realen Welt gegen Mother Miranda gearbeitet und Ethan sogar unterstützt. Warum sollte er ihr also jetzt in der Welt der Erinnerungen helfen? Wir können uns allerdings sicher sein, dass Evelyn nicht zu Mother Mirandas Plänen gehört. Das Mädchen hat sich einen Teil der Welt der Erinnerungen zu ihrem eigenen Domizil gemacht und Miranda hat keinen Einfluss auf dieses Reich, das sie sich erschaffen hat. An der Stelle würde mich wirklich interessieren, wie genau das Mold-Mädchen eigentlich ihren Weg in die Welt des Megamyzeten gefunden hat. Immerhin ist sie am anderen Ende der Welt gestorben. Reicht die Verbindung dieses Pilzgeflechts wirklich so weit? Oder ist sie vielleicht erst mit Ethan Huckepack in den Megamyzet gelangt? Da dieser vielleicht sämtliche Erinnerungen des Moles in sich trägt, womit wahrscheinlich auch die Baker-Familie im Megamyzet gespeichert wäre. Naja, wie dem auch sei, Evelyn scheint sich wohl in den Erinnerungen an Haus Beneviento sehr wohl zu fühlen. In ihrem Domizil verfügt Evelyn über große Macht. Es ist allerdings nicht hundertprozentig klar, ob sie tatsächlich die Welt der Erinnerungen manipuliert oder nur die Psyche und Wahrnehmung derer, die ihr Reich betreten. Aber so oder so könnte man Evelyn quasi so ein bisschen als Mirandas Konkurrentin hier in dieser psychischen Welt begreifen und nicht als ihre Handlangerin. Sie projiziert allerdings scheinbar ihren ganzen Hass für ihre leidenerfüllte Existenz und ihre Einsamkeit auf Rose, da sie glaubt, Rose hat ihr ihren Platz als rechtmäßige Tochter für Miranda weggenommen und ihr so ihrer Familie beraubt.
dass Evelyn allerdings ursprünglich nur als Werkzeug für Miranda dienen sollte, um ihre Tochter wiederzubeleben, ist dem Mädchen scheinbar nicht bewusst. Wie Evelyn zu Miranda steht, wird in dem DLC nicht eindeutig erklärt. Man könnte vermuten, dass Evelyn auch Miranda gegenüber nicht sehr positiv gestimmt ist. Immerhin wurde sie von ihr erst erschaffen und dann abgelehnt. Und Miranda ist die Fädenzieherin hinter der Existenz und Misshandlung von Evelyn. Allerdings darf man halt einfach nicht vergessen, dass es sich bei Evelyn um ein kleines Kind handelt, das ihr kurzes Leben lang nicht sehr viel mehr als Labor und Experimente erfahren hat. Wer weiß, wie sie sich ihre Situation und ihre Umstände und ihre ganze Existenz überhaupt wirklich erklärt. Miranda betrachtet Evelyn allerdings wirklich als Problem. So viel können wir ihren Notizen entnehmen. Doch Evelyn ist nicht Mirandas einziges Problem. Auch Ethan existiert immer noch in der Welt der Erinnerungen. Dieser versteckt sich scheinbar in den oberen Ebenen und beschließt erst ab dem Moment, sich wieder zu zeigen, als seine Tochter die Welt der Erinnerungen betritt. Er hat scheinbar Fähigkeiten, diese innere Welt des Megamyceten zu beeinflussen, zumindest auf geringe Art und Weise. Er kann Objekte erschaffen und augenscheinlich auch körperliche Gestalt annehmen, wenn es sein muss. Allerdings scheint er nicht mächtig genug zu sein, um Mirandas grausame Experimente an den Rose-Klonen zu unterbinden. Rose scheint dagegen hier in dieser Welt sehr viel wirkmächtiger zu sein als ihr Vater. Und als dieser dann auch noch seine Kräfte am Ende des Spiels auf Rose überträgt, geht diese in den vollständigen Super Saiyajin-Modus und kann Mirandas Psyche in der inneren Welt mit einer Mold Genki-Dama zerstören. Rose zerstört dafür sogar den Kristall, der ihr ein normales Leben bescheren könnte. Nur um Ethan am Ende vor Miranda zu retten und diese ein für alle Mal zu vernichten. Aber was ich mich hier an der Stelle frage, ist, warum existiert dieser Kristall überhaupt wirklich und warum hat ihn Miranda in der Welt der Erinnerungen und warum lockt Miranda Rose mit diesem Kristall in den Megamyceten? Miranda könnte Rose doch auf jede erdenkliche Weise und mit jeder erdenklichen Lüge in den Megamyzet locken. Warum klärt sie ausgerechnet über die Existenz des Kristalls auf? Wenn es doch gerade Rose Kräfte und ihre Verbindung zu Mold sind, die sie zu einer geeigneten Wirtin für Eva macht. Dass Rose den Kristall findet, sollte eigentlich das Letzte sein, was Miranda wollte. Also warum erklärt Miranda quasi Rose überhaupt erst die Existenz dieses Kristalls? Naja, man sollte vielleicht nicht zu viel darüber nachdenken. Somit wäre die Welt des Megamycet eigentlich größtenteils erklärt. Sie besteht aus den Erinnerungen aller Verstorbenen, deswegen wird auch das Gebiet aus The Village abgebildet, denn die Menschen, die hier in dem Areal, in dem der Megamyzet ursprünglich existierte, verstorben sind, erinnern sich natürlich an ihre Heimat und das ist nun mal das Dorf aus Resident Evil 8. Und irgendwie hat Evelyn ihren Weg hineingefunden und sich ihre eigene Nische in den Erinnerungen des Benevientos Haus errichtet. Während Mother Miranda weiter ihre Experimente macht, um Eva wieder ins Leben zurückzurufen, so wie sie es schon zu Lebzeiten in der echten Welt getan hat. Und die Faceless sind im Grunde nur Rose-Klone im Endstadium. Doch es gibt eine Figur, ein Monster, die sich dadurch noch nicht erklären lässt. Nämlich der Jagdhund des Dukes, der Executor, der Henker. Dieser wurde scheinbar nicht vom Duke erschaffen. Und es ist auch nicht eine korrupierte Version eines Rose-Klons. Man kann zumindest aus einem Tagebucheintrag des Dukes entnehmen, dass dieses Monster schon hier existierte, bevor die Jagd auf die Rose-Klone überhaupt begann. Der Henker war quasi das erste Werkzeug, das der Duke zur Verfügung hatte, um die Rose-Klone zu quälen. Lange bevor diese dann zu den Faceless wurden. Woher kommt also das Monster mit den vielen Gesichtern? Wie schon erwähnt, scheint Rose eine enge Verbindung zum Megamycet zu haben. Und ich denke, so wie Miranda Rose beeinflussen kann, kann auch Rose den Megamyceten und seine innere Welt beeinflussen. Wenn vielleicht auch nur unterbewusst. Und ich glaube, genau das ist über die 16 Jahre von Rose bisherigem Leben passiert. Das Mobbing, das Rose in ihrer gesamten Kindheit erfahren hat, hat die Welt der Erinnerungen im Inneren des Megamyceten mitgestaltet.
Sie war immer eine Außenseiterin und hat sich immer mehr zurückgezogen. Das Monster mit den vielen Gesichtern, das unermüdlich Jagd auf Rose und ihre Klone macht, könnte also vielleicht nur eine Repräsentation dieser sozialen Angst sein, die Rose entwickelt hat. Die vielen Gesichter des Monsters stehen für die vielen kritischen und argwöhnigen Blicke, die Rose erleiden muss. Ihre Umwelt, die sie verachtlich betrachtet und Jagd auf sie macht, so wie die beiden Mädchen, die sie besonders gequält haben. Und so wie die Faceless wahrscheinlich Rose Angst repräsentieren, selbst ein Monster zu sein oder zu einem zu werden, so wie ihre Umwelt es ihr auch widerspiegelt, so könnte dieses Monster mit den vielen Gesichtern auch ihre generelle Angst vor Menschen repräsentieren. Letztendlich gelingt es Rose dann, Mother Miranda zu vernichten, den Megamyceten zu verlassen, und es sieht für mich ein bisschen so aus, als hätte sie diese Überreste des Megamycets auch zerstört. Der DLC verrät uns nicht, ob es sich hierbei um die einzelnen Überreste handelte oder ob es mehrere gibt und ob diese quasi über so eine Art Netzwerk verfügen, ob diese Welt des Megamyceten weiterhin auch in anderen Instanzen des Megamyceten oder dessen Überreste noch weiter existiert oder ob damit quasi auch die Überreste des Dukes und Evelyn ausgelöscht wurden. Doch was ist dann mit Ethan, wenn Rose jetzt hier die Welt der Erinnerungen vernichtet hat? Sie blieb ja eigentlich drin und hat gegen Mother Miranda gekämpft, um Ethan zu retten. Doch wenn sie die Welt der Erinnerungen vernichtet hat, hat sie auch Ethan vernichtet. Noch verwirrender wird das Ganze allerdings mit der Endsequenz, die wir dann zu Gesicht bekommen. Denn hierbei handelt es sich einfach nur um die Post-Credit-Scene aus Resident Evil Village. Die Geschichte von Shadows of Rose war also im Grunde nur ein Prequel, eine Vorgeschichte zu dieser Endsequenz, die wir bereits kannten. Und wie wir mit Hilfe von Kamera-Hacks feststellen konnten, handelt es sich bei der ominösen Person, die am Ende dieser kurzen Sequenz neben dem Auto, in dem Rose sitzt, auftaucht, um Ethans Modell. Hat das irgendetwas zu bedeuten? Hat Rose Ethan irgendwie aus der Welt des Megamyceten mitgenommen? Existiert er nun auch wieder in der physikalischen Welt oder zumindest in ihren Gedanken? Warum besucht Rose dann allerdings sein Grab, wenn sie doch weiß, dass Ethan noch weiterlebt? Oder wurde Ethan hier nur als Platzhalter benutzt? Doch wer soll die ominöse Figur, die neben dem Auto steht, dann sein? Was haben sich die Entwickler und Entwicklerinnen, die Autoren oder Autorinnen dabei gedacht? Was soll uns das alles sagen? Ich habe ganz ehrlich keine Antwort und ich glaube, niemand hat wirklich eine Antwort darauf. Ich glaube, selbst die Autoren und Autorinnen wussten nicht recht, wo das Ganze hinführen soll. Hier sollte, glaube ich, nur ein Cliffhanger geschaffen werden, um eventuell noch etwas für die Zukunft machen zu können. Und so wie ich Resident Evil kenne, mit seinen ganzen Spin-offs und offenen Enden und Andeutungen, wird das Ganze wahrscheinlich nie wieder aufgegriffen und vollständig erklärt werden. Und es wird immer ein Rätsel bleiben, ob und wenn in welcher Form Ethan vielleicht noch existieren könnte und um wen es sich hier handelt. Tja, etwas unbefriedigend am Ende, denn das Spiel liefert uns ja einfach keine Antworten. Doch ich hoffe, den Inhalt des Spiels selbst und die Welt der Erinnerungen und wie alles zusammenhängt, konnte ich euch jetzt in diesem Video ausführlich und umfangreich erklären. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann vergesst bitte nicht, das Video zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Das wäre super nett von euch. Wenn ihr meine Videos mögt, könnt ihr den Kanal auch gerne entweder auf Patreon oder hier direkt auf YouTube über eine Kanalmitgliedschaft unterstützen. Dadurch erhaltet ihr als kleines Dankeschön Zugriff auf wöchentliche zeitexklusive Lorecore-Videos, die ihr früher sehen dürft als alle anderen, und ab 4,99 € erhaltet ihr neuerdings sogar Zugriff auf zwei zusätzliche monatliche Videos exklusiv nur für euch. Vielen Dank an alle Unterstützer und Unterstützerinnen. Vielen Dank fürs Zusehen und fürs Dabeisein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein. Ciao, macht's gut.